Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ja, heute machen wir weiter mit Sprachbausteine. In der B2-Prüfung von TAG ist das ja ein Thema, das sich an Leseverstehen anschließt. Und ist eigentlich auch ein ganz dankbarer Teil, insofern als dass es relativ viele Punkte einbringen kann. Sprachbausteine 1 ist, so wie ich es im Unterricht immer erkennen kann, oft nicht so schwer, wird nicht als so schwer empfunden. Sprachbausteine Teil 2 allerdings schon. Und klar, das verstehe ich, da wird unheimlich viel abgefragt, was man dann pro Lücke praktisch anwenden muss. Und das ist ja zum Beispiel hier Wortschatz, da geht es ganz häufig um die Nomen-Verb-Verbindungen. Ja, das wird so abgefragt häufig. Natürlich Grammatik, das ist letztlich der Teil, an dem auch ganz konkret die Grammatik abgefragt wird hier in dem Test. Das sind Konjunktionen, also Verbindungswörter. Auch diese zweiteiligen Konjunktionen sind ganz gerne eingebaut. Die Deklination, also wie werden die Verben richtig angewendet, ist schon mal ein Bestandteil. Und die vor allen Dingen aber auch die Präpositionen. Ja, wir kommen da gleich zu an einem Beispiel, das gehen wir zusammen durch. Und ja, ihr bekommt 1,5 Punkte pro richtiges Wort, das ihr ausgewählt habt. Und was habe ich hier noch aufgeschrieben? Achso, und das sollt ihr dann übertragen, das kennt ihr, auf diesen Antwortbogen. Da gehe ich aber auch gleich noch mal ein bisschen drauf ein, weil ich den auch gar nicht so einfach finde. Im Prinzip ist ganz gut, wenn man sich da einmal wirklich drauf konzentriert und mit befasst vorher und nicht erst in der Prüfung. Jedenfalls ist der dann so: 31 bis 40 wird durchgezählt, 10 A, B, C, D bis 0, also es sind eben diese Auswahl. Dann gibt es wieder diese Felder, wo dann eben 1 markiert werden muss. Wie gesagt, kommen wir gleich zu. Diesen Beispieltext gehen wir gleich noch mal genauer durch. Ihr habt ganz unten, das wird gleich eingeblendet, 15 Wörter zur Auswahl, aber ihr habt eben nur 10 Lücken. Das bedeutet also, 5 Wörter sind auch zu viel, bleiben übrig. Okay, jetzt haben wir hier diesen Text. Und macht nicht den Fehler, den jetzt erst noch durchzulesen und verstehen zu wollen im Detail. Darum geht es natürlich gar nicht. Wir fangen ganz normal an, oben den zu lesen. Hier, lange schlafen ist gesund. Stimmt das? Ja, das ist einfach die Überschrift. Die gibt es natürlich immer. Hier ist es so, dass es sogar noch so eine zweite Überschrift bzw. die Überschrift für den ersten Absatz hier existiert. Das ist auch häufig der Fall. Also meistens sind die Texte so gegliedert in verschiedene Absätze, so 4 bis 5, was dann auch immer so ein bisschen so ein neues Thema beinhaltet. Das spielt im Prinzip aber auch gar keine Rolle, macht es einfach nur irgendwie übersichtlicher. Ja, also hier ist es dann noch 3 Mythen über den Schlaf. Und wenn ich das Wort jetzt hier höre, Mythen, dann denke ich vielleicht direkt, ach du meine Güte, was soll das jetzt sein? Das ist der Plural von Mythos. Und das kann euch ja auch völlig egal sein. Ja, das ist ganz oft so, dass am Anfang irgendwie mal so ein Wort aufkommt, wo man denkt, oh wei, was ist das? Spielt aber auch überhaupt gar keine Rolle, denn hier ist ja auch gar keine Lücke. Ganz zu Beginn ist meistens keine Lücke, die ihr ausfüllen müsst. Das kommt erst ein bisschen später, wenn man sich so in 1, 2, 3 Sätzen in das Thema eingelesen hat. Ja, also ihr könnt da einfach so drüber lesen und grob erkennen, aha, scheint hier irgendwie um Schlafen zu gehen. Die Texte hier für Sprachbausteine 2, das sind auch eigentlich immer so Zeitungsartikel, oft hier in dem Sinne so ein bisschen wissenschaftlich, die beleuchten dann so ein bestimmtes Thema, hier medizinisch, gesundheitlich ist schon mal gerne genommen, aber auch andere. Aber es ist eben immer diese Art, zu beginnen mit einer Überschrift. Hier haben wir jetzt dann noch eine zweite Überschrift, wir lesen da drüber und der eigentliche Text beginnt jetzt hier.
Wenn ich mir das jetzt hier genau angucke, hat der ja auch wieder so eine Art rhetorische Frage, auch um in dieses Thema reinzukommen. Warum träumen wir? Also es geht um den Traum in der Nacht. Keine Lücke, also einfach weiterlesen. Was passiert mit uns, wenn wir schlafen? Nächste Frage an den Leser. Ja, können wir auch einfach so drüber gehen. Jetzt kommt allerdings der erste Satz, wo auch eine Lücke existiert. Und warum müssen wir, wir wissen nicht das Wort, das suchen wir gleich, schlafen. Also hier wird es interessant und auch wichtig. Der erste Satz, der überhaupt so wichtig ist, dass wir uns den genauer ansehen in der Prüfung. Und warum müssen wir schlafen? Wenn ich den Satz so lese, den Fragesatz, könnte der ja auch im Prinzip so für sich stehen bleiben. Der ist ja an sich richtig. Da fehlt jetzt kein Wort. Das bedeutet, das Wort, das hier reinkommt, ist irgendwie eine Art Verstärkung wahrscheinlich. Hier so in der Richtung wie, warum müssen wir viel schlafen? Vielleicht irgendwie sowas. Das könnte passen. In dem Moment schauen wir uns natürlich jetzt diese ganzen Auswahlwörter mal an. Wir müssen die ja auch einfach mal einmal lesen. Aber es reicht auch, damit zu beginnen, wenn wir eben praktisch an dieser ersten Lücke uns befinden, die im Übrigen auch immer die Nummer 31 hat. Ja, denn in der Prüfung bei TELC ist es ja so durchnummeriert und hier, wenn man bei Sprachbausteine 2 angekommen ist, erste Lücke ist eben die Nummer 31. Wir haben allzu. Und warum müssen wir allzu schlafen? Das geht gar nicht, hört sich auch ganz schräg an. Bedeutung geht nicht, ist ein Nomen. Darauf, darum geht es hier gar nicht, davor, es bezieht sich auf nichts anderes. Es müsste ja irgendwas sein, was Schlafen verstärkt, so vom Gefühl her. Findet, kann es nicht sein, ist ein Verb. Genauso passt logisch gar nicht hier. Hiermit auch nicht, mit, überhaupt nicht, ist eine Präposition. Nimmt es wieder ein konjugiertes Verb. Rolle ist ein Substantiv, ein Nomen. Ruhe auch wieder Nomen. Sondern, wissen wir, gehört zu diesen zweiteiligen Konnektoren. Das passt hier gar nicht. Stimmt, wieder ein Verb. Überhaupt. Okay, überhaupt ist ein Wort, das etwas steigert. Und warum müssen wir überhaupt schlafen? Das hört sich gut an. Und insofern, weil wir auch jetzt hier nur noch unter haben, diese Präposition, die ja auch nicht passt, nehmen wir das, weil das passt. Jetzt will ich auch gar nicht so ganz im Detail hier aufdecken und aufbröseln, was das jetzt genau für ein grammatikalisches Wort ist, das Wort überhaupt. Das ist jetzt hier ein Partikel. Aber ich sag mal, wen interessiert das? Also meistens ist es so ein bisschen auch eine Gefühlssache. Ich sag mal so, wenn ihr es nicht wisst und irgendwie alle Wörter durchgegangen seid hier und findet, dass irgendwie gar keins passt, dann markiert euch das für euch. Ihr dürft ja in den Text reingehen und macht mal ein Fragezeichen dran. Dann geht ihr einfach zur nächsten Lücke. Ja? Wenn ihr aber den Eindruck habt, überhaupt passt gut, weil ihr das wiedererkennt, dass das hier so eine Art wie eigentlich bedeutet, dann wählt es aus. Und da kommen wir jetzt mal zu. Ihr habt dann also die Lücke 31 und das Wort überhaupt ist ja hier dem Buchstaben, kleinem Buchstaben N zugeordnet. Ja, die gehören also zusammen und das finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig. Sollte man wirklich mal ein bisschen üben vorher. Das bedeutet jetzt wiederum, dass ich mir den Antwortbogen nehme, dazu nehme, den habe ich vielleicht auch direkt schon daneben liegen. Und jetzt bei dieser ganzen Reihe 31, das sind ja immerhin 15 von diesen Ovalen hier, hinten bei N meine Markierung mache. Ja, und zwar genau in dieser Weise. Das wird ja Computer gelesen, also bitte nicht ankreuzen, sondern so in diesem Oval mit dem Stift so markieren.
Und so ist halt die Herangehensweise. Es ist dann noch weitergegangen hier. Im Alltag begegnen uns viele Geschichten über den Schlaf. Nicht alle sind wahr. Wissenschaftler gehen ebenfalls dieser spannenden Frage nach. Da können wir auch ganz schnell drüber lesen. Für ganz geübte Schüler empfehle ich sogar, es einfach gar nicht zu lesen, weil es auch nichts zur Sache tut. Es hilft einem einfach nichts, um die nächste Lücke Nummer 32 richtig ausfüllen zu können. Vielleicht ist es wichtig, um irgendwie so thematisch in dem Text zu bleiben. Insofern macht es Sinn, aber schnell drüber lesen. Dann kommt hier der nächste Absatz, der ist ja gekennzeichnet durch eine neue Überschrift hier in diesem Text. Lange schlafen ist gesund. Stimmt das? Okay, gehen wir aber direkt weiter. Denn der nächste Satz hat jetzt wieder die Lücke. Wir werden immer wieder, das ist die Lücke, gewarnt, dass, und dann kommt ein ganz langer Satz, den wir auch nicht weiter beachten, beziehungsweise ganz einfach darüber lesen, bis dass der neue Satz anfängt. Ja, also wir wollen darauf achten, nicht so viel Zeit zu verschwenden, irgendwelche Sätze vor allem zu verstehen, denn darum geht es gar nicht. So, das wollte ich noch sagen. Ganz zu Beginn bei der Lücke 31 am Anfang haben wir uns ja für überhaupt entschieden. Wir wollten das nehmen. Jetzt ist es so, wenn wir hier diese ganzen 15 Wörter haben, das sind ja ziemlich viele, und jedes Mal gucke ich da drauf und suche immer wieder, dann ist es einfacher, wenn ich mich entschieden habe, dass ich das mal irgendwie durchstreiche. Ja, dann. Wenn ich jetzt bei der nächsten Lücke wieder da drauf gucke, weiß ich aber, dass ich das, zumindest vor allen Dingen, wenn ich mir da sehr sicher bin, dass das stimmt, dass das nicht nochmal, dass ich das nicht nochmal lesen muss. Ja? Okay, wir haben jetzt diesen Satz mit Lücke 32. Wir werden immer wieder gewarnt, dass. Okay, das hat auch wieder mit diesem Verb warnen zu tun. Wir werden gewarnt, ist hier in der Passivform ausgedrückt. Jetzt ist es so, wir sollten wissen, wir werden gewarnt oder man wird gewarnt vor etwas, gehört dazu, diese Präposition vor. Jetzt würde ich ganz schnell gucken, ist das da, kommt das da vor, dieses Wort vor? Es kommt hier vor, davor. Können wir das mal einsetzen? Wir werden immer wieder davor gewarnt, dass. Das hört sich doch prima an. Alles andere macht auch gar keinen Sinn. Und dieses, ich sag mal, einzelne Wort vor ist hier gar nicht aufgeführt, sodass es auch hier nicht zu Missverständnissen führen kann. Insofern entscheide ich mich hier bei Lücke 32 für das Wort davor. Das ist ja dem kleinen Buchstaben D zugeordnet. Und deswegen gucke ich jetzt wieder auf den Antwortbogen bei dem kleinen, also bei dieser Reihe 32 und bei dem kleinen D, diese Ellipse ist es ja darüber. Ich habe eben gesagt oval, das stimmt aber auch. Die markiere ich dann eben hier mit meinem Strich. Ja, und dann geht es direkt weiter. Ein anerkanntes. Was haben wir hier? Ich habe Pünktchen, Pünktchen gemacht. Anerkanntes Forschungsteam ist zu dem Ergebnis gekommen. Da lese ich einfach drüber. Entscheidend ist hier nach dem Komma der Das-Satz, weil da die Lücke ist. Und der ist ja auch in sich schlüssig. Also der bildet ja eine eigene Einheit. Deswegen ist der andere Satz vielleicht so, wie gesagt, zum allgemeinen Verständnis vielleicht wichtig. Aber um jetzt die Lücke richtig auszufüllen, spielt dieser erste Satz überhaupt keine Rolle. Ja? Dass zu viel Schlaf ungesund ist, wie zu wenig. Jetzt ist hier, das sollte euch auffallen, ein ganz entscheidendes Wort ist das wie. Ja, es wird also irgendwie ein Vergleich ausgesprochen. Und da passt, wenn wir hier drüber gucken. Achso, wir machen jetzt auch das schon mal weg. Das haben wir ja auch schon genommen.
Jetzt passt hier sehr gut genauso wie. Ja, also alle anderen allzu wie gibt es nicht. Die anderen Wörter passen gar nicht. Das sind ja auch gar nicht. Das ist auch gar nicht diese Wortart, die reinpassen würde. Also, dass zu viel Schlaf genauso ungesund ist wie. Ja, das ist mir aufgefallen, relativ häufig so. Manchmal ist es auch so, dass dieses Wort genauso im Text steht und dann ist die Lücke eben dahinter bei wie. Ja, da muss man das Wort wie finden, aber es geht eben darum, dass man bei diesem Vergleich weiß, dass genauso wie zusammengehört. Dafür entscheiden wir uns jetzt hier, also F. Wir machen das mal hier für uns zur Übersicht hier weg. Ja, wir haben jetzt gesagt, genauso hat F, da ist dann wieder in dem Antwortbogen bei dem kleinen Buchstaben F darüber wird markiert. Bitte. So, dann geht's weiter. Wer regelmäßig sehr lange schläft, leidet zum Beispiel häufiger Depressionen und noch irgendwas. Das reicht allerdings aber auch bis hierhin zu lesen. Okay, wer regelmäßig sehr lange schläft, leidet zum Beispiel häufiger Depressionen. Bedeutet, wir müssen jetzt wissen, mit welcher Präposition wird leiden benutzt. Und da musste ich selbst als Muttersprachler, weil es wird manchmal auch so benutzt, dass man an etwas leidet. Es heißt allerdings hier unter, ne, ich kann auch unter etwas leiden, das ist auch die richtige Präposition. Aber sowas gibt es ja auch häufig, dass man irgendwie so denkt, oh, das kann es sein oder das. Wenn ich jetzt denke, ah, an könnte es sein, dann kann ich ja hier drüber gucken und merke, es gibt ja überhaupt kein an. Insofern brauche ich mich da auch nicht gedanklich weiter mit zu beschäftigen. Und dann könnte ich sehen, aha, unter ist hier bei O vertreten. Ich mache das dann nochmal für mich selber am besten, dass ich das so für mich selber lese, ganz bewusst. Ja? Wer regelmäßig sehr lange schläft, leidet zum Beispiel häufiger unter Depressionen. So sagt es der Text. Und das hört sich auch korrekt an, es stimmt. Insofern 34 unter markiere ich auf dem Antwortbogen. Gut, kommen wir jetzt zum dritten Absatz. Gleich haben wir es auch geschafft. Wieder so eine Überschrift hier für diesen nächsten Absatz. Der heißt, vor Mitternacht ist der Schlaf am besten. Stimmt das? Da ist keine Lücke, also lesen wir weiter. Oft hört man, dass der Schlaf vor Mitternacht besonders erholsam sei. Da ist der Satz zu Ende, es ist auch gar keine Lücke darin, also lesen wir es einfach nur für uns weiter, das soll das sein. Dann kommt allerdings der nächste Satz mit einer Lücke. Das so aber nicht. Also jetzt finde ich diese Lücke relativ einfach und dankbar. Warum? Weil wir haben hier gar kein Verb. Das heißt, es fehlt ein Verb. Ja, und Verben, das ist ja hier auch die zweite Position im Satz. Aber wenn man mal genau schaut, da ist zwar irgendwas verneint, aber eine Verneinung ist ja nicht das Verb. Also das fehlt. Und wir können jetzt mal hier gucken. Verben haben wir ja eben gesagt, haben wir ein paar gehabt. Das ist kein Verb, das auch nicht findet, ist ein Verb, passt hier aber nicht. Das findet so aber nicht, macht keinen Sinn. Dann haben wir noch nimmt. Das nimmt so aber nicht, macht auch keinen Sinn. Was haben wir noch? Stimmt. Ja, die anderen sind keine Verben. Wir haben nur diese drei Verben. Das stimmt so aber nicht. Das passt von der Logik prima, perfekt. Also nehmen wir das. Haben wir also, machen wir es, stimmt. M tragen wir ein und gehen direkt weiter. Die Wissenschaft, und dann kommt eben noch ein bisschen längerer Satz, die Wissenschaft fand heraus, das ist jetzt hier nicht wichtig, der Das-Satz ist wieder das Entscheidende,
dass nicht die Uhrzeit entscheidend ist, vielmehr die ersten Stunden nach dem Einschlafen. Relativ langer Satz. Ich gebe mal auch den Tipp, wenn wir schon hier in unserer Auswahl das Wörtchen sondern drin haben und wir haben einen langen Satz, es haben mit einem langen Satz zu tun, dann sollten wir da nochmal genauer drauf gucken. Das ist auch häufig ein Hinweis. Denn hier ist es ja so, es wird zunächst etwas verneint hier. Das ist nicht so, die Uhrzeit ist nicht entscheidend, aber etwas anderes. Ne? Auch nochmal hier mit dem viel mehr wird es nochmal gesteigert, was im Übrigen auch häufig hinter dem Wort sondern steht. Also hier passt es, ja, dass nicht die Uhrzeit entscheidend ist, sondern vielmehr die ersten Stunden nach dem Einschlafen. Ja, das passt hier. Dann nehmen wir das auf und markieren uns das auf dem Antwortbogen bei L. Da wollte ich noch sagen, aufgepasst, ihr wisst das, aber ich sage es trotzdem nochmal zur Erinnerung, dass L, das kleine L in der Druckschrift, sieht im Übrigen ja auch genauso aus wie das große I, aber hier sind es ja auch alles nur kleine Buchstaben. Ja, das muss euch nochmal einmal bewusst sein, nicht, dass ihr da irgendwie durcheinander kommt und das dann aus Versehen bei I markiert. Das hat ja jetzt hier, ist das ja dieses kleine I und hat dann auch diesen Punkt noch. Ja, auch der Buchstabe J hat irgendwie so eine gewisse Ähnlichkeit, also man muss da genau aufpassen. Das ist auch nicht ganz leicht, finde ich. Da muss man sich wirklich sehr konzentrieren, was sicherlich auch mit ein Grund ist dafür, dass man am Ende dieser Prüfung richtig müde ist und ja, viel geleistet hat natürlich. Gut, dann geht's weiter, sondern haben wir jetzt in dieser Schlafphase, da ist wieder die Lücke, in dieser Schlafphase, die Lücke, ein Großteil des wichtigen Tiefschlafs statt. Ganz wichtig ist hier, in dieser Schlafphase ist das Subjekt, zweite Stelle ist nicht besetzt, also ist die Lücke, das bedeutet hier, muss wieder ein Verb rein. Man merkt es aber auch, dass der Satz ist ja nicht irgendwie die Art, was ausgedrückt wird, ist hier ja nicht bestimmt. Also kann man das auch so erkennen. Wir haben ja noch zwei Verben, aber einen ganz wichtigen Hinweis gibt es hier und da muss man, wenn man schon merkt, am Anfang, also relativ am Anfang ist die Lücke wie hier, dann handelt es sich eben auch häufig um ein Verb oder aber auch um ein Verbteil wie hier, denn am Ende haben wir ja hier statt und es ist eben dieses Verb stattfinden und ihr wisst ja bei trennbaren Verben, ist das Präfix, kommt das Präfix dann ganz am Ende. Insofern macht das Sinn, dann aber auch den Satz ganz bewusst nochmal zu lesen, wenn ich die Lücke am Anfang habe, denn hier passt eben, findet hier eh rein. Ja, in dieser Schlafphase findet ein Großteil des wichtigen Tiefschlafs statt. Insofern markieren wir dann E und streichen uns das hier durch. Geht dann weiter. Jetzt habe ich hier wieder so ein paar Pünktchen. Warum? Weil hier kommt ein Satz ohne Lücke, über den ich schnell drüber lese. Unser Körper erholt sich am besten in den Tiefschlafphasen. Okay, dann kommt wieder ein Satz mit Lücke, den gucke ich mir deswegen genauer an. Um welche Uhrzeit wir einschlafen, spielt dabei keine, irgendwas spielt keine, es kann auch nur ein Nomen sein, warum? Weil keine davor steht und wenn ein Nomen verneint wird, dann eben mit kein, keine, ihr kennt das. Ja? Und jetzt ist der nächste Hinweis hier, was spielt, es spielt keine Rolle. Eine Rolle spielen ist eben eine Nomen-Verb-Verbindung, an die man sich hier bitte erinnern soll. Auch das keine gibt den Hinweis darauf, dass das hier in dieser Lücke auf jeden Fall ein Nomen oder auch Substantiv ist.
Und wir gucken mal. Rolle haben wir ja auch hier dabei, bei J. Also sind wir da auch schon wieder ein Stückchen weiter. Okay, jetzt sind wir schon beim letzten Absatz. Da ist dann wieder diese Überschrift. Im Schlaf passiert nicht viel. Stimmt das? Wir lesen aber direkt weiter. Der nächste Satz hat die Lücke. Wer denkt, dass während des Schlafens nicht viel passiert, der, wie geht der Satz weiter, der liegt wirklich falsch. Brauchen Sie sich weiter interessieren, hier der Rest. Hier ist die Lücke. Wir sehen, dass der Satz so eigentlich auch schon logisch ist. Ja? Wenn wir lesen, wer denkt, dass während des Schlafens nicht viel passiert, das hört sich richtig an und könnte im Prinzip so auch stehen bleiben. Also ist das hier wieder so eine Art Verstärkung. Hier kommt eigentlich nur eine Sache in Frage. Wir haben ja jetzt auch nicht mehr viel. Und so müssen wir natürlich dann auch gucken. Darauf passt gar nicht. Bedeutung geht nicht. Das ist ein Nomen. Hiermit geht nicht das, nicht das. Ruhe nicht. Also es ist sowieso so, dass nur noch allzu Sinn macht. Ne? Wir können gerade zum Schluss auch gut mit diesem Ausschlussverfahren arbeiten, indem wir mal einfach die anderen Wörter so reinbringen, aber dann merken, dass das keinen Sinn macht oder unlogisch erscheint. Hier dieses Adverb allzu heißt ja sowas wie übermäßig. Es gibt ja auch allzu oft, allzu selten, allzu lange. Ja, das ist ja oft auch vor diesem Wort viel steht sehr häufig allzu. Also entscheiden wir uns dafür und haben kreuzen das dann bei A an. Also nicht ankreuzen, markieren es bei A. Es geht dann weiter. Wir haben jetzt auch nur noch eine Lücke. In der Nacht, wenn der Körper laufen in unserem Körper äußerst komplexe Prozesse ab. Okay? Wenn der Körper zur kommt, da kann es eigentlich nur ein Nomen sein, denn das Verb ist ja hier enthalten. Und wenn wir mal gucken, wir haben ja auch nicht mehr so viel, der Körper kommt zur Ruhe. Ja, zur Ruhe kommen, es geht ja auch hier um Schlafen, passt hier wunderbar und wir haben das auch im Angebot hier bei K, Ruhe, wenn der Körper zur Ruhe kommt, ist auf jeden Fall hier die richtige Entscheidung. Ja? Okay, was jetzt wichtig ist, es gibt jetzt hier noch zwei Sätze, auch lange Sätze. Aber das ist uns gut Deutsch völlig egal, weil wir haben jetzt hier unsere 40 erreicht. Damit haben wir diese 10 Lücken, sind wir alle durchgegangen und haben die zugeordnet. Und in dem Moment können wir also das komplett fallen lassen. Ja? So sieht der Antwortbogen dann aus. Und bitte markiert unbedingt, auch wenn ihr unsicher seid, irgendetwas, denn es gibt keinen Punktabzug für eine falsche Antwort.